Ich habe vor kurzem dieses Video geteilt. Unser Sohn hat heute zum ersten Mal in der Kita ein Kleid getragen und ich muss sagen, dass ich schon ein bisschen nervös war, weil ich schon auch ein bisschen Angst hatte, dass er geärgert wird oder sowas. Oder dass vielleicht auch die Erzieherinnen vielleicht einen komischen Kommentar machen oder so, obwohl ich das jetzt eigentlich nicht gedacht habe. Und vor allem, obwohl ich mir eigentlich ziemlich sicher war, dass er auch weiß, was er darauf entgegnen kann. Und das ist dann tatsächlich auch passiert, dass ein Kind ein bisschen wohl einen doofen Kommentar gemacht hat. Und was ich mega schön finde, die Erzieherin hat das mitbekommen und hat sofort den Morgenkreis um das Thema Kleider oder Kleidung ist für alle da, Farben sind für alle da gemacht und hat quasi die Kinder darüber aufgeklärt, dass es keine Kleidung gibt, die nur für Jungs ist und keine Kleidung gibt, die nur für Mädchen ist und so weiter. Es bestätigt einfach nur mal wieder, dass unser Kind wirklich gut aufgehoben ist in diesem Kindergarten und ich finde es einfach schön, dass diese Werte auch an andere Kinder weitergegeben werden. Und die Kommentare sind komplett eskaliert. Unter anderem auch Kommentare dieser Art. Ich finde, Kinder werden von uns Erwachsenen viel zu sehr verwirrt. Niemals wird mein Sohn schwul erzogen. Du willst doch, dass dein Sohn trans wird. Du magst es nicht, dass du einen Sohn hast und möchtest, dass er ein Mädchen wird. Aber ist das so? Werden unsere Söhne zum Beispiel manipuliert, wenn wir ihnen erlauben, ein Kleid zu tragen? Verwirre ich mein Kind damit? Wird es dadurch schwul oder trans? Mich haben diese Kommentare auf jeden Fall nachdenklich gemacht und deshalb gehe ich heute nochmal intensiver auf das ganze Thema ein. Bevor es losgeht, wenn euch meine Videos gefallen, dann abonniert super gerne meinen Kanal und schaut doch mal bei Insta vorbei, da nehme ich euch in den Stories so ein bisschen durch den Tag mit, teile meine Gedanken und außerdem gibt es jeden Tag ein neues Reel. Aber was genau passiert jetzt eigentlich, wenn ein Junge im Kindergartenalter ein Kleid trägt? Bedeutet das, dass er trans ist oder schwul oder dass er zumindest dahin gedrängt wird, trans oder schwul zu sein? In erster Linie nein, beziehungsweise nicht unbedingt. Kleidung ist ständig im Wandel. Das ist nichts Neues. Frauen und Hosen zum Beispiel. Die Zeitspanne von den ersten Frauen, die Hosen getragen haben, bis zu dem Zeitpunkt, an dem es quasi gesellschaftlich etabliert war, dass Frauen auch Hosen tragen dürfen, hat mehrere Jahrzehnte gedauert. In den 1920er Jahren fingen Frauen das erste Mal an, Hosen zu tragen in der Öffentlichkeit. Und erst in den 70er Jahren galt das als normal. Und diese Frauen, die damals anfingen, Hosen zu tragen, wurden mit ähnlichen Vorurteilen konfrontiert, mit denen Männer heutzutage kämpfen müssen, die Kleider tragen. Ihnen wurde gesagt, dass Hosen ihr Erscheinungsbild beeinträchtigen würden und dass sie dadurch vermännlicht aussehen würden. Konservative Kreise waren außerdem der Überzeugung, dass Frauen in Hosen moralisch verwerfliche Ansichten hätten und außerdem zu dominant wären bzw. sich auflehnen würden. Womit sie wahrscheinlich gar nicht so Unrecht hatten, weil es war immerhin eine feministische Bewegung. Zeitweise wurde es Frauen sogar gesetzlich verboten, Hosen zu tragen. Außerdem galten Frauen in Hosen als hässlich und unästhetisch. Hosen waren für Frauen ein feministischer Befreiungsakt. Ich finde, das ergibt auch Sinn. Frauen waren ja generell ziemlich unterdrückt auf vielen Bereichen und als sie sich dann eben um die Gleichberechtigung bemüht haben, wollten sie dann auch gleich noch die Hosen mithaben. Quasi als Symbol. Aber kann man Frauen, die fordern, Hosen zu tragen, mit Männern vergleichen, die Kleider tragen wollen? Müssen Männer auch befreit werden und brauchen sozusagen ein Symbol für ihre Befreiung, was jetzt zum Beispiel das Kleid sein könnte, wie eben bei Frauen auch. Heterosexuelle weiße Männer gehören erstmal ganz grundsätzlich zu der privilegiertesten Menschengruppe in unserer Gesellschaft. Privilegien sind bestimmte Vorteile, die Menschen aufgrund von Eigenschaften haben, die sie selbst nicht wirklich beeinflussen können. Zum Beispiel haben eben Männer rein gesellschaftlich und historisch gesehen Vorteile gegenüber Frauen. Männer hatten immer das letzte Wort, sei es in der Regierung, aber eben auch in Familien. Frauen war Bildung sehr lange vorenthalten, Bildung war Männersache. Und Männer waren diejenigen, die die Berufe ausüben durften, die besonders gut angesehen waren und die auch besonders gut bezahlt waren. Das ist in großen Teilen nicht mehr so. Rein gesetzlich gesehen sind Männer und Frauen mittlerweile zumindest gleichgestellt. Trotzdem gibt es immer noch viele Traditionen, Glaubenssätze und Verhaltensweisen, die Männer gegenüber Frauen bevorzugen. In unserer Gesellschaft ist es zum Beispiel immer noch so, dass Verhaltensweisen, Eigenschaften oder auch Dinge, die eher mit Weiblichkeit assoziiert werden,
negativ behaftet sind. Zum Beispiel eben so etwas wie Make-up, Nagellack oder generell auf sein Äußeres zu achten. Das ist zum Glück auch nicht mehr ganz so extrem so, aber ich bin noch so aufgewachsen, dass Frauen, die sich eben zum Beispiel gerne geschminkt haben, oft nachgesagt wurde, dass sie oberflächlich seien und auch ein bisschen dumm zum Beispiel. Außerdem dürfen sich diese Frauen oft anhören, dass Männer viel mehr auf natürliche Schönheiten und auf natürliche Frauen stehen würden. Es gilt auch immer noch als ein sehr gängiges Kompliment einer Frau zu sagen, sie wäre nicht wie andere Frauen. Dabei ist keine Frau wie alle anderen Frauen, weil Frauen und Menschen generell einfach individuell sind. Männliche Eigenschaften werden dahingegen oft auf eine Art glorifiziert. Zum Beispiel gilt es als männlich, schlank und trainiert zu sein und gleichzeitig viel zu essen. Wenn eine Frau auch schlank ist und trotzdem viel isst, dann gilt sie als besonders cool und eben nicht wie alle anderen Frauen. Das gleiche gilt für Frauen, die gerne Fußball gucken oder Bier trinken. Andersrum funktioniert es aber nicht. Wenn ein Mann etwas tut, was in unserer Gesellschaft mit Weiblichkeit assoziiert wird, zum Beispiel seine Nägel lackieren, gilt er gleich als schwul, verwirrt oder trans und zumindest als unattraktiv. Dabei kann ein heterosexueller Cis-Mann genauso Bock darauf haben, Make-up zu tragen, sich die Nägel zu lackieren, Ballett zu machen, High School Musical zu gucken, Liebesromane zu lesen oder stundenlang mit seinen Freunden zu telefonieren, wie eine Frau das eben auch gerne machen kann oder eben nicht. Diese Freiheiten hat ein Mann aber nicht. Was Kleidung angeht, sind Männer eher auf dunkle Farben begrenzt, zumindest nicht auf besonders viele bunte Farben. Also weiß geht noch klar, aber eigentlich eher so Brauntöne, Schwarz und vielleicht noch Blau und Grün. Natürlich trägt ein richtiger Mann Hosen und keine Kleider oder Röcke und Make-up trägt ein richtiger Mann nur, wenn man es wirklich überhaupt nicht sehen kann und wenn dieses Make-up in einer besonders maskulinen Verpackung steckt. Außerdem muss sich ein Mann für männliche Sportarten interessieren, wie zum Beispiel Fußball oder Boxen. Ein richtiger Mann spricht außerdem nicht über seine Gefühle, er hat nämlich keine, vor allem nicht mit seinen Freunden. Mit seinen Freunden trifft er sich generell auch nur zum Zocken oder zum Trinken. Das gesellschaftliche Bild von echten Männern ist ziemlich eng und beschränkend. Männer müssen stark sein, bis zu einem gewissen Grad auch aggressiv oder beschützerisch, dürfen keine Gefühle zeigen, fühlen keinen Schmerz und weinen nie. Also ja, ich denke, auch Männer müssen befreit werden. Männern wird eine breite Palette an Farben, Eigenschaften, Hobbys und Empfindungen einfach vorenthalten, weil sie nicht als männlich genug gelten. Dabei ist die menschliche Persönlichkeit sehr komplex und jeder Mensch hat ein breites Spektrum an Eigenschaften und Persönlichkeitsmerkmalen, die nicht alle aus der Kategorie männlich oder alle aus der Kategorie weiblich kommen. Natürlich gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Viele Cis-Frauen können zum Beispiel ein Kind austragen, Cis-Männer können das nicht. Der Hormonspiegel zwischen Männern und Frauen ist ganz grundsätzlich in vielen Fällen auch eher unterschiedlich, wobei da schon anfängt, dass die Grenzen eher so ein bisschen verschwimmen. Die körperlichen Unterschiede zwischen Männern und Frauen, die äußerlich sichtbar sind, sind gar nicht so groß, wie es oft dargestellt wird. Wenn sich alle Menschen auf der ganzen Welt nackt ausziehen würden, könnte man sie gar nicht so leicht nur aufgrund ihrer äußerlichen Merkmale in männlich oder weiblich unterteilen. Es wäre vielmehr ein Spektrum und die Grenzen wären fließend. Es gibt Männer, die sehr muskulös sind und es gibt Frauen, die sehr muskulös sind. Es gibt Männer, die kaum Muskeln haben und es gibt Frauen, die kaum Muskeln haben. Es gibt Männer mit breiten Hüften und Frauen mit schmalen Hüften. Es gibt Männer mit viel Fett im Brustgewebe, also großen Brüsten, und Frauen mit flacher oder fast keiner Brust. In Bezug auf die Brust könnte man jetzt aber wieder zum Beispiel sagen, dass ja nur Frauen dazu in der Lage sind, Milch zu bilden und dann ein Baby zu stillen und Männer eben nicht und dass da eben ein wesentlicher Unterschied besteht. Aber nicht mal das stimmt. Die Anlage zu den Milchdrüsen ist nämlich bei beiden Geschlechtern vorhanden. Und es gibt auch Berichte von Männern, die ihre Kinder stillen. Zum Beispiel nachdem die Frau verstorben war. Sie legten das Kind regelmäßig an der Brust an, ursprünglich eigentlich um das Kind zu beruhigen und bekamen dann einen Milcheinschuss. Außerdem
Außerdem steigt der Hormonspiegel von Prolaktin, ein Hormon, das eng mit dem Stillen in Verbindung gebracht wird, auch bei Männern an, die jetzt keinen Milchanschuss haben, sondern einfach nur so Väter geworden sind. Und der Hormonspiegel ist bei Männern und Frauen tatsächlich fast gleich. Männer sind also durchaus dazu in der Lage, ein Kind zu stillen. Natürlich nicht alle Männer. Die Milchbildung ist meistens auch geringer als bei Frauen. Aber es können auch nicht alle Frauen stillen und es gibt auch sehr viele Frauen, die nur eine sehr geringe Milchbildung haben. Also auch hier verschwimmen die Grenzen. Zumindest aber bei den primären Geschlechtsmerkmalen sollte es doch signifikante Unterschiede zwischen Männern und Frauen geben. Ich meine, es ist ja schon ziemlich offensichtlich, ob es sich gerade um einen Penis oder um eine Vulva handelt. Aber auch hier muss ich euch leider enttäuschen. Das männliche Geschlechtsorgan unterscheidet sich gar nicht so stark vom weiblichen Geschlechtsorgan. Auch hier ist die Anlage beim Embryo erstmal komplett dieselbe. Erst mit Fortschreiten der Schwangerschaft bildet sich in der Regel aus dieser Anlage Hoden und Penis oder Vulva, Vagina und Eierstöcke. Aber auch hier, es gibt keine Norm. Die gesamte Klitoris ist zum Beispiel 9 bis 12 cm groß. Sichtbar ist immer nur der vordere Teil der Klitoris, aber eigentlich unterscheidet sie sich in Form und Größe kaum vom Penis. Und jede Vulva, jede Klitoris sieht anders aus. Manche Frauen haben große Vulvalippen, andere kleine. Bei manchen stülpen sich die inneren Vulvalippen nach außen, bei anderen nicht. Bei den einen ist die Klitoris größer, bei den anderen ist sie kleiner. Das gleiche gilt auch für den Penis. Nicht jeder Penis sieht gleich aus. Das Geschlechtsorgan von einem Mann mit Mikropenis unterscheidet sich kaum von dem einer Frau mit einer großen Klitoris zum Beispiel. Auch hier sind die Grenzen also fließend. Ganz abgesehen davon, dass es auch noch intergeschlechtliche Menschen gibt, die weder eindeutig männliche noch eindeutig weibliche Geschlechtsmerkmale haben. Das sind jetzt aber alles Unterschiede, die sich auf äußere körperliche Merkmale beziehen. Wie ist das mit Unterschieden zwischen Verhalten und Emotionen? Run like a girl. Fight like a girl. Now throw like a girl. My name is Dakota and I'm 10 years old. Run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. Diese Unterschiede lassen sich auf soziokulturelle Prägungen zurückführen. Das heißt auf das Sozialverhalten, das rein kulturell und gesellschaftlich von Mädchen oder Jungs erwartet wird. Jungs wird zum Beispiel schon sehr früh beigebracht, dass sie nicht weinen sollen. Stop it. Good boy. In Läden wird zwischen Spielzeug für Jungs und Spielzeug für Mädchen unterschieden und es gibt Kleidungsabteilungen für Jungs und Mädchen, obwohl Jungs und Mädchen gerade im Kinder- und Kleinkindalter und im Babyalter noch komplett dieselbe Körperform haben und man da nicht irgendwie kategorisieren müsste. So drücken wir unsere Kinder von Anfang an in eine bestimmte Richtung, weil es eben die gesellschaftliche Norm ist, ohne richtig darauf zu achten, was wirklich ihrem Charakter oder ihrem Interesse entspricht. Dabei gibt es sehr viele Jungs, die gerne mit Puppen spielen und sehr viele Mädchen, die wahnsinnig fasziniert von Baggern sind. Jungs, die lieber lesen und Mädchen, die wahnsinnig gerne Sport machen, weil diese Eigenschaften eben nichts mit männlich oder Weiblichkeit zu tun haben. Wenn darüber gesprochen wird, dass Männer Kleider oder Röcke tragen, hört man oft das Argument von BefürworterInnen, Kleidung kennt kein Geschlecht. Ich verstehe, was damit gemeint ist und in einer Gesellschaft ohne Geschichte, ohne daraus resultierende Vorurteile und Prägungen würde ich dem auch zustimmen. Aber so ist es nun mal einfach nicht. Natürlich kennt Kleidung ein Geschlecht. Wir assoziieren bestimmte Kleidungsstücke mit einem bestimmten Geschlecht und viele nutzen Kleidung auch, um ihre Persönlichkeit und damit meistens auch eben ihr Geschlecht auszudrücken. Ich bin eine Cis-Frau und ich fühle mich auch sehr wohl als Frau und werde auch gerne als Frau gelesen. Und wenn ich dann Kleidung trage, die in unserer Gesellschaft mit Weiblichkeit assoziiert wird, dann mache ich das natürlich auch, um meine Weiblichkeit eben ein Stück weit zu unterstreichen oder zu betonen. An anderen Tagen habe ich darauf aber vielleicht nicht so Lust und ziehe ein weites T-Shirt von meinem Mann an, weil ich das gerade einfach bequemer finde oder mich darin wohler fühle. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt auf einmal denke, ich bin ein Mann, nur weil ich ein T-Shirt trage, das für die Kategorie
Kategorie männlich vorgesehen ist. Gleichzeitig könnte eine Frau, die anfängt, sehr häufig Männerkleidung zu tragen, vielleicht gerade herausfinden, dass sie sich eigentlich als Mann fühlt und ihr Leben nicht mehr als Frau weiterführen möchte. Das gleiche gilt auch für einen Jungen im Kleid. Vielleicht möchte dieser Junge ein Kleid tragen, um sich als Mädchen zu verkleiden, weil er sich vielleicht irgendwie anders fühlt als andere Jungen. Vielleicht möchte dieser Junge wirklich etwas mit Mädchenkleidung ausdrücken, wie viele von uns eben oft etwas mit Kleidung ausdrücken wollen. In den allermeisten Fällen ist es aber einfach nur das, was man sieht, nämlich ein Junge im Kleid. Ein Junge, der noch frei von soziokulturellen Prägungen ist, so wie die Mädchen in dem Video, und den Sinn einfach nicht darin sieht, warum Kleider für Jungs vorenthalten sein sollten. Ein Junge, der vielleicht das Gefühl eines Kleides mag, weil es so luftig ist, oder die Beinfreiheit besonders mag oder vielleicht auch einfach nur das Muster und die Farbe des Kleides schön findet. Vor allem macht sich ein 3- bis 5-jähriger Junge aber definitiv noch keine Gedanken über seine sexuelle Orientierung, und ob er ein Kleid trägt oder nichts, hat auch überhaupt keinen Einfluss auf seine sexuelle Orientierung. Eine Frau mit kurzen Haaren ist nicht automatisch lesbisch und ein Mann, der ein Kleid trägt, wird nicht automatisch schwul. Dass ich heterosexuell bin, hat sich übrigens auch nicht geändert, als ich meine Haare abgeschnitten habe. Wenn das so einfach wäre, müsste es diese gruseligen Camps in den USA nicht geben, wo Eltern ihre queeren Kinder hinschicken, um ihnen die Queerness auszutreiben und sie wieder normal zu machen. Dann könnten sie ihnen ja einfach ein anderes T-Shirt anziehen und den Nagellack entfernen. Die Sexualität und die Geschlechtsidentität unseres Kindes ist nichts, worauf wir Einfluss nehmen können. Wenn ein Junge aber danach fragt, ob er ein Kleid tragen darf und wir als Eltern ihn auslachen und verspotten, weil Kleider nichts für Jungs sind und wir diese Frage ganz schön lächerlich finden, wird er definitiv nicht nochmal danach fragen. Also ja, zumindest können wir unsere Kinder dazu bringen, ihre Sexualität und ihr Gender zu unterdrücken. Wir können ihnen beibringen, dass sie sich dafür schämen sollen, dass sie anders sind, als wir es uns vielleicht wünschen würden, weil sie vielleicht trans, nicht binär oder schwul sind. Dann habe ich vielleicht wirklich einen Sohn, der kein Make-up und keine Kleider trägt, und eine Tochter, die mir nicht stolz ihre neue feste Freundin vorstellt. Nur ist das eben an der Oberfläche, weil nur weil man das einem Kind vermeintlich austreiben möchte, heißt es nicht, dass man das Kind tatsächlich ändern kann. Und ehrlich gesagt hat so ein Verhalten für mich gar nichts mehr mit bedingungsloser Liebe zu tun, weil Eltern, die ihre Kinder so behandeln, denken vielleicht, dass sie es irgendwie beschützen vor Mobbing oder sozialem Ausschluss. Im Endeffekt sind diese Eltern aber die größten Mobber ihrer eigenen Kinder, weil die Kinder wissen in ihrem Herzen, dass sie von ihren Eltern nicht als vollständige Person akzeptiert werden. Sie werden sich immer minderwertig fühlen, sich unendlich schämen, vielleicht sogar in einer ständigen Angst leben und am Ende dann vielleicht sogar auch noch Depressionen bekommen. Und das möchte ich persönlich für meine Kinder nicht. Ich kann meine Kinder nicht vor der Welt beschützen. Ich kann sie nicht davor beschützen, gemobbt zu werden. Aber ich kann dafür sorgen, dass meine Kinder bei mir in Sicherheit sind, dass sie wissen, von mir werden sie geliebt und respektiert, egal wie sie sind. Deshalb ja, meiner Meinung nach sollten wir unseren Söhnen erlauben, Kleider zu tragen, wenn sie den Wunsch äußern. Wir sollten unseren Söhnen erlauben, mit Puppen zu spielen oder ins Ballett zu gehen, ihnen beibringen, dass sie weinen dürfen und dass Liebesromane lesen total schön sein kann. Natürlich sollten wir unsere Kinder nicht in irgendeine Ecke drängen, aber nichts anderes passiert, wenn man alles immer in männlich und weiblich aufteilt, dass Kinder in eine bestimmte Ecke gedrängt werden. Wir müssen unseren Kindern einfach nur die Freiheit bieten, sich so zu entfalten, wie sie es eben möchten. Und ich bin der Meinung, wir sollten unsere Kinder immer ernst nehmen. Das heißt, ja, wenn meine Tochter mit 6 Jahren ankommt und sagt, sie möchte ab sofort nicht mehr als Mädchen, sondern als Junge leben, dann nehme ich sie ernst. Natürlich renne ich nicht mit ihr zum Arzt und mache eine geschlechtsangleichende Operation. Das ist ein Thema, mit dem sie sich dann im Erwachsenenalter selbst auseinandersetzen muss. Aber ich höre ihr zu und lache sie nicht aus, sage ihr nicht, dass sie verrückt ist, sondern ich nehme sie an, wie sie ist, ohne ihr das Gefühl zu geben, jetzt irgendwie minderwertig zu sein. Weil das Gefühl wird sie von außen wahrscheinlich noch häufig genug bekommen. So, das war's auch schon wieder von meiner Seite. Vielleicht habe ich ja die ein oder andere Person von euch zum Nachdenken angeregt. Kommentiert auf jeden Fall mal gerne, was ihr von dem ganzen Thema haltet. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Mal.